Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Endlich geht's weiter. Es ist mal wieder Zeit, sich etwas zu gruseln. Ich habe mein Abitur jetzt geschrieben. Im wahrsten Sinne des Wortes geschrieben, denn der mündliche Teil kommt noch. Allerdings erst in nur circa anderthalb Monaten, ungefähr am 10. Juni. Ne, am 11. Juni, genau. Dann, erst dann schreibe ich... Quatsch, erst dann habe ich den mündlichen Teil der Abiturprüfung, ist also noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und mit dem schriftlichen bin ich jetzt fertig, jetzt habe ich also wieder etwas Zeit. Etwas ist gut gesagt, ich habe jetzt eigentlich unendlich viel Zeit. Allerdings erst ab dem 11. Mai, weil ich vorhin noch auf Abifahrt bin. Alle restlichen Infos gibt es in dem Infovideo, das hochgeladen wurde. Einfach mal auf dem Kanal vorbeischauen. So, wo müssen wir hin? Wir müssen die Aufzüge reparieren. Beziehungsweise funktionstüchtig machen. Und ich soll die Brotkrümel benutzen. Die führen mich aber hier irgendwie, glaube ich, in die falsche Richtung, oder? Also irgendjemand hat gesagt, ich soll die Brotkrümel benutzen, das wäre besser. Wow, what the... Alter, mal was ist das? Boah, leck mich doch, ey. Scheiße. Okay, ich stelle mich mal hier hinter das Ding. Vielleicht. Na super, dann nicht. Kann man nochmal laufen? Scheiße. Also. Ja, wie soll ich denn an dem seinen Rücken kommen? Oh fuck. Na super, dann schaffe ich das nicht mehr. Okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich den Kollegen hier klein bekomme. Kann ich den nicht irgendwie ablenken oder sowas? Das geht doch bestimmt irgendwie, dass ich hinter den komme und dem dann schön von hinten in den Rücken reinpfeffern kann. Okay, jetzt stehe ich wieder hier an dem Speicherpunkt. Stimmt, die Brotkrümel sind eigentlich wirklich besser wie die Map. Weil die etwas, ja, die Map eben etwas unterschiedlich ist. Ja, da kommt doch raus, mein Freund. Ja, wie willst du an dem vorbeikommen und dann auf den Rücken schießen? Geht doch gar nicht. Na, ich renne jetzt einfach mal hier hin. Jetzt dürfte er eigentlich nicht wissen, wo ich... Oh, super. Kann der Gedanken lesen oder was? Der kann mich ja wohl auch nicht hören, wenn ich hier rumlaufe. Was ist das denn? Vielleicht... Ah, der kommt ja gar nicht an, glaube ich. Ja, das geht nicht. Verdammt, wie soll ich hin und her gehen? Hör, willst du mich verarschen, ist jetzt? Hä? Was war denn jetzt los? Habe ich ihn jetzt von hinten getroffen, oder was? What the fuck? Also irgendwie habe ich ihn gerade von hinten getroffen und es nicht mitbekommen. Das ist natürlich super. Komm, mein Freund. Oh, scheiße! Oh, ich wollte nach links, ging nicht. Hier nehme ich nochmal ein Medipack. Wenn ich das... Ah, fuck, das ist... Oh, schnell. So. Ah, wieso ist hier überall eine Wand? Scheiße. Mann, ey. Wie soll man weggehen? Ja. Ja, komm, renn erstmal gegen die Wand, mein Freund. Jawohl, schön gegen die Wand laufen. What the fuck, da kann der, der macht die ja kaputt. Jetzt habe ich aber wieder hinten drauf geschossen und zack. Er lad nach. So, und nochmal hinten drauf. Okay. Ja, jetzt ist er scheinbar tot. Ja, okay. Quarantäne aufgehoben. Ja, das hätte man können besser machen und schneller und mit weniger Leben verlieren, aber egal. Wofür haben wir denn die Medipacks, ne? So. Wir werden bestimmt eh wieder welche finden. Ach, wisst ihr was? Ich speichere zuerst. Da hinten haben wir einen Speicherpunkt, da gehe ich jetzt mal gerade schnell hin speichern. So, der Kerl hatte jetzt ein bisschen mehr drauf. Dieser Necromorph, aber okay, der war jetzt auch nicht unbedingt ein Riesenproblem. Annehmen. Wenn ich beim ersten Mal gecheckt, dass ich den schon auf den Rücken geschossen habe, dann wäre er nach einer Runde schneller gestorben. Ich höre aber irgendwie immer noch so ein Vieh. Irgendwo geistert hier immer noch so ein Ding rum. Okay, so, dann gehen wir mal hier rein, da sieht es schon mal direkt ein bisschen blutig aus. Mach uns wieder ganz. Was? Wer hat das jetzt gesagt? Wen soll ich wieder ganz machen?
Was ist das hier? Ah, das ist der Aufzug. Aber ich glaube, das ist nicht der Aufzug, den wir hier jetzt großartig reparieren sollen, oder? Energieknoten. Awesome. Was für ein Aufzug ist das denn? Ich mache erstmal noch hier das Ding kaputt. Zack, was haben wir da? Lass meiner Gier. Die können wir jetzt auch gebrauchen. Credits gehen immer. Ich hätte mal gern noch... Okay, Flammenwerfer, Munition. Ich hätte mal gern noch ein Medipack. Ach, Werkbank. Wir haben ja einen Energieknoten bekommen. Dann können wir auch ein bisschen was verändern, würde ich doch mal sagen. Am Plasma-Cutter. Oder haben wir auch schon einiges. Wir könnten unser Dings hier besser ausstatten. Damit werden ihre Trefferpunkte um 25 erhöht. Trefferpunkt. Ich habe gedacht, das hier wäre unser Leben. Unsere Lebensenergie. Sag mir mal, auf was ich hier setzen soll. Schreib das mal in die Kommentare, was ich hier verbessern soll, was am meisten bringt. Irgendwie bin ich hier ein bisschen ratlos, was ich hier großartig verbessern soll. Und wie ich mehr Lebensenergie bekomme. Da habe ich doch schon mal gemacht. Ich habe mir doch schon mehr Lebensenergie geholt. Wie ging denn das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Und wo geht's hier weiter? Achso, mit dem Aufzug-Ding natürlich. Zack. Atrium-Aufzüge sind jetzt online. Okay. Habe ich hier wieder mit B diesen geilen. Okay. Diese Dinger sind jetzt online. Dann gehe ich doch da mal flugs rein. Nutzen wir den mal. Wie kriege ich den? Ah, hier ist ein Startknopf. So, wo bringt er uns hin? Zum Büro des Captains schon, oder? Also wir wollen ja in das Büro des Captains. Und da will ja auch unser Freund, der Militärtyp, auch hin. Seinen Namen habe ich vergessen. Der will ja, dass wir den Weg dorthin freiräumen, aber... hier liegt ja was. Das ist Meuterei! Ich beschichtige Sie alle der Meuterei! Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen! Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Oh Gott. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Also der Captain wurde von diesem Doktor ermordet. Aber man hat doch... Die haben doch festgestellt, dass das irgend so was Übles war, was den Doktor hier getötet hat. Das alles komplett zerfleischt hätte und alles. Bisschen verwirrend. Das ist das Symbol der Ishimura, ne? Wenn ich mich nicht irre. Dieses, diese rote Kugel mit diesem, keine Ahnung, Magnet drin oder was. So ist der Captain also gestorben. Er wollte den Marker in eine Kapelle bringen. Okay. Und dann hat ihn dieser Doktor aufgehalten. Und der Captain hat den Doktor als Verräter beschuldigt, aber... Na, wer weiß. Irgendwie kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass es gut wäre, wenn sie diesen komischen Marker, der alles zerstört und dann alle Menschen zu fleischfressenden Monstern macht, dass es was Gutes ist, wenn man den in eine Kapelle bringt, oder? Naja. Naja, wir werden noch sehen, wer hier jetzt der Böse war, der Doktor oder der... Der Captain, vom Sinn her würde ich eher sagen, der Captain wäre der Böse. Aber gut, vielleicht hätte er den Marker in der Kapelle dann auch versteckt. Man weiß es nicht. Aber vom Video her war natürlich ganz klar zu ersehen, dass der Doktor der Böse war. Der wurde dann letztendlich auch noch gefangen genommen, so wie es aussieht, von den Leuten. Und dann gucken wir mal noch... Ach, ein Schema. Oh, scheiße. Schmeißen wir irgendwas weg. Ich glaube, wir nicht brauchen. Ich habe doch hier irgendeine Rippe, habe ich gar nicht. Schmeiß ich weg. So. Und das Schema nehmen wir mit. So. Und 10 Minuten sind auch mal wieder vorbei, beziehungsweise, ja doch, jetzt sind sie vorbei.
Dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder mit Let's Play Dead Space. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann und gruseln uns dann beim nächsten Mal weiter. Also, bis dahin. Ciao.